Hallöchen, ich habe heute ein 20-minütiges Bauch- und Rückenvideo für euch. Und zwar machen wir immer 5 Übungen für den Bauch, 5 Übungen für den Rücken, dann wieder 5 für den Bauch und 5 für den Rücken und dann sind wir fertig. Ich wollte nur kurz am Anfang sagen, also ich habe mir jetzt hier so ein Handtuch ausgelegt, weil ich bei der letzten Übung von der ersten Bauchrunde hier mache ich diesen Mattentrick oder Handtuch, ja? Also ich lege meinen Kopf hier in das Handtuch, oder es geht auch mit Matte, rein und habe dann nicht die Spannung hier auf der Nackenmuskulatur und auf der Halswirbelsäule, okay? Ihr könnt aber die Minis auch ganz normal hier machen mit Daumen am Kieferfinger am Hinterkopf, ja? Nur ich kriege dann Nackenprobleme und Kopfschmerzen und deswegen mache ich den Trick. Ihr könnt es euch aussuchen. So, wir starten also in Rückenlage. Bei den Full Crunches mache ich den Mattentrick nicht, weil wir da den Kopf ganz umschließen, die Beine unten, Oberkörper leicht anheben und dann einmal crunchen und weg und crunchen und weg, ja? Hoch ausatmen, runter einatmen. Richtig schön die ganze Bauchmuskulatur anspannen, den Popo ein bisschen mit anheben. Es sind noch 10 Sekunden. Und einmal stoppen. Ich mache mal eben den Timer ein bisschen lauter. So, wir sind bei Übung 2. Die Arme links und rechts, die Beine nach oben und jetzt gehen die Beine zur Seite, so weit runter, wie ihr schafft und dann aus der Bauchrückenmuskulatur wieder anheben. Also der Fokus liegt hier auf der Bauchmuskulatur, aber natürlich arbeitet der Rücken schon ein bisschen mit und die Arme links und rechts stabilisieren den Oberkörper, ja? Ich versuche also die Schultern am Boden zu lassen. Noch 15 Sekunden. Und die letzten 8. Sehr schön. Super. Nächste Übung, die Bicycle Crunches. Übung 3 im ersten Bauchblock. Ja, also Knie ran, anderes Bein ausstrecken, Ellenbogen zum Knie über Kreuz und dann einfach wechseln und wechseln. Schön locker immer in die Seiten ziehen. Und die Beine bewegen sich eben so ein bisschen wie beim Fahrradfahren. Daher der Name Bicycle Crunch. Noch 20 Sekunden. Und die letzten 10. Und dann einmal ablegen. Jetzt wieder eine Übung, wo der Oberkörper liegen bleibt. Die Hände gehen unter den Popo, die Beine nach oben und dann hebe ich aus der unteren Bauchmuskulatur den Po an. Ja? Achtung und los. Hoch, ausatmen. Die Beine gehen so ein bisschen nach vorne und nach hinten, wobei ich nicht in so eine Schwingbewegung komme. Ich schwinge die nicht extra. Ich nehme die Kraft trotzdem aus der Bauchmuskulatur.
15 Sekunden noch. Dann kommt Übung 5. Dann ist der erste Bauchblock geschafft. 5, 4, 3, 2, 1. Und geschafft. Super, letzte Übung, wie angekündigt. Die kleinen Minis. Ich richte mich ein. Ich gehe hier auf die Mitte vom Handtuch. Und dann 45 Sekunden. Ach so, zieht noch die Fersen, die Fußspitzen ran, Fersen am Boden. Und jetzt hier kleine Mini-Bewegung am obersten Punkt. Ich merke meinen Bauch jetzt auch schon ganz gut. Ich habe den Kopf entspannt abgelegt in dieser Art Hängematte. Und ich ziehe auch nicht bewusst am Handtuch. Ich benutze wirklich meine Bauchmuskulatur. Hoch. Und hoch. Sind noch 10 Sekunden. Sehr schön. Wir wechseln zum Rückenteil. Wir gehen nach oben. In den Vierfüßlerstand. Jetzt kommen die ersten 5 Rückenübungen. Ja? Vierfüßlerstand, Zehen aufstellen, Rücken gerade und jetzt einmal kurz die Knie anheben und absetzen. Und heben und absetzen. Noch 20 Sekunden. Und die letzten 10. Wechseln dann gleich in die Bauchlage. Super. Einmal Bauchlage. Füße lang ablegen. Hände auf den Popo. Daumen und Zeigefinger zusammen. Ja. Blick nach unten. Mit der Ausatmung den Oberkörper anheben. Mit der Einatmung runter. Schön langsam mit Kraft. Hoch ausatmen, runter ein. Auch hier keine große Bewegung erforderlich. Der Rücken ist maximal angespannt. Eine der effektivsten Rückenübungen hier auf der Matte mit eigenem Körpergewicht. Sehr schön. Dann machen wir die tiefe Plank. Mit dem Hip-Dip, das heißt, wir drehen ein bisschen das Becken links zum Boden, rechts zum Boden. Wenn das nicht geht, dann halt einfach die tiefe Plank, die ja auch eine Bauchübung ist, aber auch eine Rückenübung. Also, Dip, hoch und Dip, hoch. Auch hier runter einatmen. Hoch aus. Schön mit Ruhe und Kraft, sag ich immer. Schwitzen, bisschen zittern. Aber der Körper kann. Komm, die letzten 8 Sekunden. Und geschafft. Super. Wir bleiben wieder liegen. Arme gehen lang nach oben. Sieht man das hier nicht so gut? Ich habe Daumen nach oben. Daumen Richtung Decke. Füße lang. Dann
Über Kreuz. Linkes Bein, rechten Arm und ab. Rechtes Bein, linken Arm und ab. Leg wirklich zur Matte, ganz wichtig. Denkt an eure Halswirbelsäule und das Bein bleibt gestreckt. Letzten 8 Sekunden. Kurzpause. Jetzt machen wir davon noch eine Variante. Und zwar, ihr hebt gleichzeitig die Arme, dann bleiben die unten und dann hebt ihr die Beine. Ja? Also statt jetzt über Kreuz zu gehen, teilen wir den Körper in der Mitte sozusagen. Oberkörper, Unterkörper und heben. Heben, ab, Beine, ab. Oberkörper, Beine. Oberkörper heißt Arme und ein bisschen den Rumpf abheben. Und ihr atmet aus, ein. Beine aus, ein. Sehr schön. Super, das waren die 5 Rückenübungen. Jetzt kommen wieder 5 Übungen für den Bauch. Wir starten jetzt dieses Mal im Sitzen. Und du machst entweder die leichtere Variante, immer ein Bein ran, anderes Bein ran oder gleichzeitig ran und weg. Ran und weg, okay? Hoch, aus, einatmen, aus, ein. Zwanzig Sekunden noch. Letzten 10. Und geschafft. Super. Jetzt machen wir Sit-Ups. Ja? Wir probieren uns wirklich ganz hinzusetzen, dann langsam mit der Bauchmuskulatur haltend wieder ablegen. Okay? Hoch ist Ausatmen, ablegen ist Einatmen. Und los geht's. Noch 15 Sekunden. Boah, in der Summe merkt man das jetzt aber alles schon, die Übung, die wir hatten, ne? 5, 4, 3, 2, 1 und geschafft. Super, jetzt brauche ich wieder mein Handtuch. Ich habe die Fußsohlen zusammen und die Knie nach außen. Beide Knie, also man sieht es nicht. Beide Knie klappen nach außen, ja? Und jetzt gehe ich wieder hier mit meinem Handtuch nach oben. Jetzt mache ich die größere Bewegung. Eben haben wir gefedert, ne? Und da waren die Beine gerade. Jetzt haben wir die Beine nach außen und wir machen die große Bewegung. Hoch, aus, runter, einatmen. Ich merke, dass ich nicht richtig... Oh, jetzt liege ich gerade. Und
Komm, arbeiten. Aus dem Bauch. Kopf entspannt. Super, da, boah, die ging aber schnell um die 45 Sekunden. So, jetzt haben wir den Twist. Das heißt, wir kommen wieder ins Sitzen. Fußspitzen wieder ranziehen. Ja. Von links nach rechts twisten. Oberkörper gerade und los geht's. Ich versuche, beide Mittelfinger auf den Boden zu bringen. Und die letzten 20 Sekunden. Dann noch eine Bauchübung, dann kommen die 5 Rückenübungen und dann haben wir es geschafft. Und die letzten 10. Mal Bauchnabel einziehen. Sehr schön. Letzte Runde ist hier in der Rückenlage. Wir haben jetzt eine Variante nochmal von diesem Buttlift, weil wir liften, dann Beine nach unten, hoch und wieder liften. Oder liften, ein Bein, dann wieder liften und dann das andere. Und los geht's. Beide Beine ist natürlich ein bisschen anspruchsvoller oder halt im Wechsel, aber jedes Mal wird zwischendurch den Po wieder einmal kurz anheben und hoch. Ausatmen, runter, ein. Fünf, vier, drei, zwei und geschafft. Super. Wir wechseln. Letzten 5 Übungen. Wir starten in der hohen Plank, die auch für den Rücken ist. Machen da den Butt Lift. Wenn es nicht geht, halt die Grundposition. Also Grundposition, Popo hoch und langsam absinken. Ausatmen, einatmen und schön hier wieder gerade kommen, ja? Schön gerade im Rücken. Fünf, super, Bauchlage, wir heben jetzt nochmal Arme und Beine über Kreuz, aber nicht im Wechsel, sondern ihr entscheidet euch jetzt für eine Seite, zum Beispiel linkes Bein, rechter Arm und dann immer nur die beiden, heben, 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 okay. Blick schön nach unten. Bein gestreckt, Arm gestreckt, Daumen nach oben. Schön ruhig weiteratmen. Es sind noch 15 Sekunden. Pause. Wow. Habe ich gut gemerkt. Ich habe es aber natürlich auch ein bisschen hinten im Oberschenkel, im Po gemerkt, aber auch ein bisschen im unteren Rücken, Schulter. Also sehr gut. Komplette Körperrückseite hier, Rücken im Fokus.
So, jetzt natürlich direkt die andere Seite. Jetzt halt müsste ich den linken Arm das rechte Bein machen und ihr wechselt auch. Und los geht's. 45 Sekunden über Kreuz. Heben, heben, heben. Und nicht ablegen. Dann sind es nur noch 2 Übungen und dann haben wir es geschafft. Das ist ein super Training für die ganze Körpermitte. Hälfte. Komm, durchhalten. Jetzt sind noch 10 Sekunden. Und geschafft. Sehr schön. Puh. So, jetzt vorne. Brustschwimmen. Ja? Die Beine entweder abgelegt, wer ein bisschen mehr möchte, etwas anheben. Du entscheidest. Leg nach unten und Brustschwimmen. Los geht's. Große Armkreise. Gleichmäßig weiteratmen. Wir haben schon die Hälfte. Leg unbedingt zur Matte. Und die letzten 10 Sekunden. Ablegen. Letzte Pause. Könnt einmal schon mal das Becken ein bisschen von links nach rechts wackeln lassen. Jetzt kommt noch mal hinten auf den Rücken die Merkel-Raute. Ne? Handflächen nach oben, Daumen zusammen, Zeigefinger zusammen. Und wir machen den Oberkörper-Lift noch mal mit dem Twist. Also, Twist und dreh dich da auf. Und dreh dich da auf. Und hier. Ja, ausatmen, einatmen, hoch, aus, runter, ein. Als würdet ihr schauen wollen, wer liegt da neben mir, wer liegt auf der anderen Seite. 15, komm, letzte Übung. Und die letzten 10. Ja, das war's. Wow, ganz schön gemerkt. Also, ja, Bauch. Natürlich zum Schluss den Rücken mehr gemerkt. Sehr schön. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lockert mal einmal alles so ein bisschen aus. Schultern, Arme. Locker, locker, flockig. Bis nächstes Mal. Tschüss.